Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rocket League im RIP-Kalender 2019. Servus. Moin. Was geht? Wir sprechen heute über ein wunderbares Thema, was uns alle irgendwann mal betrifft, und zwar Hype. Nein! Bea, du machst es wieder so wie im ersten Part, dass du das einblendest, wo ich verflogen bin. Wir sprechen über Hype. Ja, Hype bei Spielen, Hype bei Filmen, Hype bei Serien. Was auch immer. Gut, ja. Heute geht's ja um Hype auf Serien, Filme und so weiter. Da hat Spiele. Chrissy schon eine Story am Start. Bist du deppert, habe ich eine orge Story am Start. Und zwar, nächste Woche... Tut mir leid für diese komischen Ausdrücke da die ganze Zeit, wenn ich konzentriert bin, da kommt sowas. Und zwar nächste Woche... Warte mal, wann kommt er raus? Am 16. 16? Ja. Okay, dann ist er schon draußen, wenn die Leute das hier sehen. Das ist nämlich die... Ah, nee, warte, nee. Das ist die 15. Folge. Du meinst die Folge am 15., oder? Ja, genau, das ist die Folge am 15. heute. Ja, du hast nämlich gesagt, das ist die 15. Folge. Ja, ich? Ach so, natürlich. Chrissy, der Depper, der versteht nicht, dass ein Adventskalender jeden Tag kommt. Ja, Bro, Alter. Ah, ja! Ja! Nee. Ich komme! Nein! Oh, Mann! Scheiße, in Fortnite werden wir besser. Das ist richtig. Ja, Star Wars kommt nächste Woche. Ich weiß nicht, ob mit Dienstag oder Mittwoch, eins von beiden. Auf jeden Fall nächste Woche, Donnerstag. Das ist dann ja, am 19. halt. Ja, genau. Gehe ich mit ein paar Leuten aus der Nebenklasse ins Kino. Nice. Und war zum ersten Mal in meinem Leben ins Dolby Cinema. Wer IMAX kennt, das ist so ziemlich nochmal eine Schippe drüber. Wow, nice, Raffi. Qualitativ und so weiter. Und ich freue mich schon extrem auf die Soundeffekte und das alles. Und ja, genau, das ist so mein Riesenhype aktuell, was einen Film angeht. Raffi, bitte. Ja, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was hier in der Community, schätze ich mal, auch viele betrifft. Sind zum Beispiel die guten alten Nintendo Directs, wo man ja auch immer einen riesigen Hype drauf hat. Man hat ja auch immer so einen riesigen Hype auf diese blöden Nintendo Directs. Und im Endeffekt ist dann der Hype meistens so riesig bei allen, dass man nur enttäuscht werden kann. Wenn jetzt nicht irgendwie neues Mario, also so ein neues richtig fettes Mario angekündigt wird. Und noch ein Zelda und noch ein Pokémon und alles in einem. Ja. Der Hype also bei dir geht's halt eher so um... Junge, Scheiße. Was ist eigentlich los heute? Wir machen nur Eigentore. Also irgendwie sind wir, glaube ich, besser in Fortnite. Ja. Ja, also bei mir ist halt der Hype meistens einfach auf Spiele und sowas. Und ab und zu auch Serien, kommt auf die Serie drauf an. Also zum Thema Spiele, gibt ja, glaube ich, nicht so viele in dieser Community, außer Pelenius oder so, der da auch Bock drauf hat. Microsoft Flight Simulator, aber das dauert halt noch ein bisschen, bis da was passiert. Ich bin gespannt, was das wird. Ich bin gespannt. Nicht gehypt, ich bin gespannt. Ob das tatsächlich so wird, wie die Fotos einem das quasi jetzt da versprechen. Genau, das würde mich auch interessen. Ob tatsächlich so funktioniert. Weil wenn es so funktioniert, dann wäre das crazy. Das ist halt immer so dieses Problem, man weiß eigentlich inzwischen vor den Nintendo Directs, man sollte sich überhaupt keine Hoffnungen machen, sich keine Leaks anschauen und sonst irgendwas, weil dann im Endeffekt wird man nur enttäuscht. Was ist denn hier los? Bei Spielen, bei Filmen und sowas ist so ein Hype wieder meistens eher nicht so, dass man enttäuscht wird. Meistens. Hattest du schon mal den Fall, dass du auf was richtig gehypt hast und dann warst du richtig enttäuscht bei einem Film oder so? Nein. Ja, ich eigentlich auch also, nicht so wirklich bei irgendeiner Serie oder so. Alter, manchmal die Erwartungen auf ein Spiel waren höher, als es dann tatsächlich abgeliefert hat halt, aber... Nein. Ja, nicht nee. So. Serien nicht sind so, eigentlich dass ich auch komplett Enttäuschung. Netflix-Serien so, die gehen eigentlich immer. Ja, es gibt schon ein paar Serien, wo ich extrem enttäuscht war, weil ich sie mir einfach viel intenser vorgestellt habe, als sie dann tatsächlich waren, aber... Klar. Die todeskomplette Enttäuschung, nee. Nee, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich meine, bei einem Spiel, ja gut, schon hatte ich schon. Bei zum Beispiel Mario Tennis Aces oder Kirby Star Allies oder irgendeinem Schrotthaufen-Spiel. Oder irgendeinem Schrotthaufen-Spiel. Ganz ruhig, Chrissy. Junge. Nicht ausrasten.
Dazu haben wir auch noch ein Thema. Was bringt dich zur Weißglut? Rocket League! Das Thema seht ihr in 6 Tagen. Ja. Die restlichen lustigen 56 Sekunden. Können wir euch zusammenschneiden oder so? Nein, nein, nein. Kommt jetzt mein Tor? Oh, nee. Jetzt, 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 jetzt! Nein! Was macht denn der? Keine Ahnung. Aber. Okay, komm, 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 komm. Ich will noch ein Tor. Ich meine, 2 zu 5, das holen wir sowieso nicht mehr auf, aber... Was soll denn der Scheiß? Rocket League, wir sind so gut. Wir waren schon mal besser. Als wir es damals fast täglich gespielt haben. Ja, wir haben jetzt da relativ viel Fortnite gespielt. Lol. Ja, das stimmt allerdings. Leute, bringen wir uns nicht um. Aber in Fortnite bist du deppert unschlagbar. Ja, genau. Schön, dass wir darüber auch geredet haben. Ja, und schön, dass ich mich auch schön aufregen konnte wieder. Klar. So, Leute, das war's mit der Folge von Rocket League. Wir sehen uns dann morgen um 5.30 Uhr wieder. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.